bringen müssen, ja, dann wird alles dann kontrolliert, ja. Ja. Und dann deswegen haben wir dann so viel Beben bei uns, ja, Erdbeben, ja. Ja. Ich glaube, vor ein paar Tagen war auch schon Beben bei uns, vielleicht habt ihr nicht gemerkt, ja. Nee. Das war, das war 4,1, ja, also es war leichtes Beben, ja, aber Beben gibt es dann oft bei uns, ja, vielleicht sind ja großen Teils dann nur die leichtes Beben, also leichte Beben, dass man vielleicht auch das nicht merkt, ja, gerade wenn man so aktiv ist, ja, auf eine Fahrt, Ausflug, ja, und so weiter, dann merkt man das überhaupt nicht, ja, aber das gibt dann schon fast jeden Tag, ja, sowas, ne. Dann wenn irgendwie mal so ein heftiges Beben dann passiert bei uns hier, dann wird alles, dann wird es dann laut, Leute, meine ich, ja, die reden, ah, das war Beben und ich war ja noch da im Zimmer, vielleicht war in der Toilette und irgendwie mal was dann runtergefallen war, weil es sich dann bewegt hatte, also geschaukelt hat, ja. Ja, und ja, das ist auch wieder ein größerer Markt, ja, von dem Ort hier in Sade, ja, sage ich mal, oder in Kuta, ja, heißt es dann, ja. Ein bestimmter Markt hat bestimmter Tag natürlich, ja, also es gibt ja nicht jeden Tag, ne. Ja, also das heißt, vielleicht der Markt hier, dann ist ja nur am Samstag, ja. Und dann der andere vielleicht am Dienstag, ja, unterschiedlich, ja. Ja, und das heißt, dann ist er immer beschäftigt zu dem bestimmten Tag. Normalerweise zweimal in der Woche, ja, dass er so beschäftigt ist. Da kann man auch schon alles finden, was man zum Leben braucht. Ja. Aber der Markt ist vielleicht bei uns ja zu europäischen Verhältnis irgendwie mal so ein bisschen unhygienisch. Ja. Also manchmal schauen die Leute, ah, ist ein bisschen unsauber, ein bisschen dreckig und so, ne? Weil es dann vielleicht kein Kühlschrank, keine Kühlschränke da sind, ja. Und die Fische oder vielleicht Fleisch wird einfach mal so auf den Tisch gelegt, ja. Und bis ein Käufer da kommt, ja, um da zu kaufen, ja. Und ja, dann hat jeder zu Hause auch dafür so einen Kühlschrank, ja. Ja. Vielleicht auch noch nicht so ganz, ja, also nicht, noch nicht jeder, ja, also aber natürlich kann man ja sofort das bearbeiten, kochen und gleich essen, dann sind alle schon, also noch frisch, ja, als es dann, ja. So. Seid ihr schon öfter hier bei uns oder in Indonesien oder Asien? Ja? In Indonesien das erste Mal. Sonst dann vor ein paar Thailand Jahren, vielleicht? Ja. Vor ein paar Jahren waren wir mal noch in Kambodscha. Oh ja. Malaysia. Mhm. Gut. Kurz in Singapur und Thailand. Ja. Und Bali? Bali waren wir jetzt, also wir sind wann sind wir eingereist? 1. Oktober sind wir eingereist auf Bali. Ah, okay. 1. Oktober, jetzt ja, schon. Also der 2. So fast ein Monat, ja? Ja, jetzt schon bald einen Monat dann. Machst du ja Weltreisen oder wie? Nein, einfach hier. Also wir haben 3 Monate Zeit. Ah, und wo geht's denn weiter von Lombok aus? Fliegen wir dann nächsten Dienstag fliegen wir auf Kambodscha. Oh, es geht nach Kambodscha. Ja, Phnom Penh. Phnom Penh, ja. Und dann geht's weiter nach Vietnam. Oh, es geht noch weiter, ne? Ja. Vietnam, dann Laos. Und dann möchten wir eigentlich wieder zurück nach Indonesien. Oh ja. Dann noch auf die Molukken. Molukken, ja. Ja. Also ich bin als Indonesier noch nie dort gewesen, ja. Ja. In Molukken, ja. Aber muss schon interessant sein, ja. Ja. Besonders ja, Molukken, da waren auch schon Holländer wegen Gewürze, ja, waren die genau unterwegs, aber im Allgemeinen waren die Holländer auch bei uns in ganz Indonesien. Ja, ja, also die waren schon Kolonialherren. Ja. Ja. Ja, schon interessant. Ja, also würde ich sagen, da sind viele Molukken
in den Niederlanden, in Europa, bis jetzt ja, die sind schon dort auch schon eingeboren. Und ja, also vielleicht waren die Leute damals, die Vorfahren, irgendwie mal dorthin mitgenommen von den Holländern, ja? Ja. Oder zur Schule geschickt, ja? Ja. Und dann sind die dann dort bis jetzt geblieben, ja? Ja. Die älteren Leute manchmal sind auch schon hier bei uns hier unterwegs, ja? Aber die haben ja, die sind ja schon holländische Staatsangehörige, ja? Ja. Also nicht mehr Indonesier, ja? Die nennen sich auch kein Indonesier, oder obwohl die dann Indonesisch auch noch reden können, ja? Aber vielleicht großen Teil können die nicht verstehen, weil die Sprache sich auch schon so entwickelt, ja? Vielleicht, ja? Gibt es neue Ausdrücke und so weiter, ne? Komodo oder Borneo kann man noch überlegen, ja? Ja. Das sind ja die Orangutan in Borneo, ja, oder Sumatra, ja. Komodo ist auch schon, da sind ja die Dinosaurier, ja, ja. Also die Überbleibsel von den Dinosauriern. Ja. Kann man auch schon ein bisschen angucken, ja. Besonders die Unterwasserwelt, ja. Also ich meine, wenn ihr gern schwimmt, ja, oder schnorchelt, ja, also die kann man auch schon überlegen, ja. Das kann man auch überlegen, ja, dorthin zu kommen, ja. Da sieht man ja die schönen Korallen noch, ja, und die große, also die Walhai, ja. Was noch, auch natürlich Schildkröten, die sieht man auch schon hier bei uns, ja. Manta, ja, also es gibt so viele Aktivitäten, ja, also was man dort unternehmen kann. Das ist ja nicht weit weg von Australien, dann kommen oft, oder schwimmen oft dann her, die großen Fischer, ja, hierher, nach Indonesien, ja, zu den Gewässern, ja. Lombok sind größtenteils die Leute hier muslimisch, ja, und da genau neben dem Hotel ist eine Moschee, ja? Ja. Weiß euch nicht so laut, ja? Fünfmal am Tag, ja? Ja, es geht. Also. Wir haben noch so Ohrstöpsel und die sind das uns auch ein bisschen gewöhnt. Oh ja, jetzt in einer Woche fast, ne? Ja. Ja, aber auch sonst. Ursprünglich aus Bosnien. Ah, okay. Ja, deswegen, ich frage mich eigentlich, woher kommt es dieser Name? Nejira ist ja kein Deutsch, ja? Sowas, ne? Wie spricht man aus? Nejira oder Nejira? Nejira, ja? Ja. Gut, wie Deutsch, ja? Ja. Bei uns ist diese J wird J gesprochen, ja? Ausgesprochen, ja? Ja, ich bin auch schon gewohnt auf Deutsch, ja, also kenne ich das, aber nur hat mich dann selber gefragt, also dann es klingt so wie kein deutscher Name, das habe ich nicht gehört. Ja, nee, jeder, ja. Ja, dann, ja, das war euch nicht so laut, ne? Oder ist schon, seid ihr schon ein bisschen angewohnt jetzt, ja, also damit. Ja, es ist schon ein bisschen laut, aber wir sind es uns gewöhnt. Okay, vielleicht Simon muss ein bisschen nach oben. Ah, passt schon. Ja, so fünfmal am Tag bei mir, aber nicht so ganz dicht dran, ja. Da sind fünf Moscheen, ja, im Osten, ja. Ja. Fünf Moscheen und dann die Muezzin rufen zu der gleichen Zeit zusammen, ja. Und, aber ich bin Frühaufsteher, ja, also. Dann bin ich dann schon um 4 Uhr, 4:30 schon wach, ja, weil ich also als Muslim natürlich auch zur Moschee gehen kann, ja, oder es ist ja kein Muss. Es wird manchmal auch gesagt, muss man schon zur Moschee gehen, ja, aber man kann schon zu Hause auch beten, ja. Aber fünf Moscheen zu der gleichen Zeit, wenn alle fünf dann Muezzin rufen, ja, das ist laut, ja. Ja, also. Ich habe ja nicht gedacht, dass die El Tropico da genau neben der Moschee dann liegt. Ja. 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 Ja, also 90% sind die Leute hier muslimisch, ja.
Aber da sind auch schon andere Gläubigen, da sind ja auch Christen da, Hindus im Westen zum Beispiel. Ja. Wenn man im Westen dann unterwegs ist, ja, also im Westteil von der Insel, da gibt es dann auch Tempel. Wenn man irgendwie mal etwas von balinesischer oder hinduistischer Kultur dann kennenlernen will oder Tradition oder Ritual, ja, dann kann man ja das alles dann dort im Westen dann mitbekommen. Ja. Da sind ja Tempel da. Deswegen wird oft auch schon Werbung bei uns gemacht, ja? Dass Lombok, auf Lombok, dass man auf Lombok Bali sehen kann, ja? Also die Kultur zum Beispiel, die Tempel, aber auf Bali kann man Lombok überhaupt nicht sehen. Ja? Also so war die Werbung, also von dem Tourismus bei uns, ja? Ja, also. Aber jetzt höre ich dann nicht mehr so oft, ja. Vielleicht wollen wir irgendwie mal so die Leute da auf Bali nicht so neidisch machen. Ja. Also. Ja, dann eigentlich dann ist das Leben auch schon sehr angenehm bei uns hier unter den verschiedenen Religionen. Es gibt ja kein Problem, wir unterstützen uns untereinander. Wir helfen uns, also zum Beispiel da in Mataram zum Beispiel, kann man schon sehen, merken, wie die Leute auch schon gut nebeneinander leben können. Auch besonders gibt es auch schon bestimmte Ritual, dass Muslim und Hindus auch gemeinsamen Feiertag haben. Ja? Ja, das heißt, es wird dann in einem Tempel da gefeiert, ja, im Westen. Und das nennen wir Prang Topat. Ja? Also Prang Topat ist, Prang heißt Krieg. Ja? Topat heißt Reiskugel. Ja? Also es gibt bei uns ja, was man isst ja zu bestimmter Zeit, bei bestimmten Feiertag, besonders ja bei dem Ramadan-Feiertag. Ja? Aus Reis, und dieser Reis wird dann in Kokosblätter dann eingewickelt. Ja? Ja. Und da wird dann, es wird dann so Reiskugel, ja, und dann ist da oft auch schon so leicht, ja, also nicht so ganz hart, aber da werden die Einheimischen, also die Leute, die halt gerade diesen Feiertag feiern, gegenseitig anwerfen, ja, also wie sagt man, das ist ein Krieg, ja, also ohne normale Kugel mit Gewehr und so, aber sie werfen sich gegenseitig mit den Reiskugeln, ja, und natürlich, es tut weh, wenn man ist betroffen ist, ja, und dann, es ist schon ein Feiertag, also das sind zwischen Hindus und Islam, ja, also Muslim, ja, aber das heißt nicht, das ist eine Gruppe von Muslimen, die dann auch gegen Hindus dann diese Reiskugel werfen, egal, also Muslim gegen Muslim, Hindus gegen Muslim oder gegenseitig. Das ist ein großer Feiertag, das gibt normalerweise, ich glaube in diesem November gibt es so einen Feiertag, ne? Ja, ja, ich glaub in diesem November, also jeden November gibt es diesen Feiertag, aber muss gucken, also welche Zeit, also welche Datum ja, dieses Jahr das stattfindet. Ja. Ja, das ist Symbol von das Leben der Einheimischen hier unter den verschiedenen Religionen. Ja. Und auch genauso gegenüber Christen. Ja. Also wir unterstützen uns auch schon bei Feiertag wie bei dem Weihnachten zum Beispiel. Ja. Da wird normalerweise auch schon groß gefeiert, aber das merkt man meistens nur in der Stadt. Ja. Weil in der Stadt dann auch schon Leute mit verschiedenen Religionen dann noch viel mehr dann wohnen. Vielleicht kann man auch hier sagen, in Kuta, das wäre vielleicht fast 100% Muslim, ja? Ja? Aber kann man auch das nicht sagen, da sind bestimmt auch schon Christen, da sind auch schon Hindus da. Ich habe auch schon gesehen hier, dass es auch schon Tempel dort gibt, ja? Also Hindus-Tempel und dann machen die das alles zusammen, ja? Und es gibt überhaupt kein Problem mehr. Es gibt keine Spannung und so, ne? Gibt es denn auch gemischte Ehen? Ja, das gibt auch, das kennt man auch, ja. So eine Frau mit einem
Küsten dann verheiratet, ja. Oder ein Mann, so eine Hindusfrau, das gibt es auch, ja. Ja. Und ja, aber natürlich offiziell, also nach der Lehre, die Islam akzeptiert dann eigentlich nicht, ja, also dass das so gemischt ist, ja, aber in der Tat, ja, machen die Leute schon, ja. Das heißt, es wird dann natürlich abgeraten, so gemischt zu heiraten. Wenn irgendwie mal so, wenn sie dann sich dann verliebt, dann muss normalerweise den Muslim sagen, ja, also dann konvertierst du dann den Islam und so weiter. Oder vielleicht, wenn der Christ dann auch stärker ist, ja, dann sagt er, du konvertierst dann in Christ, ja, und so weiter. Und ja, da kann man sich auch schon ein bisschen vereinbaren, ja. Aber die Muslime wollen halt nur, dass die anderen Gläubiger, also in Muslimen, dann konvertieren. So ist das, ja. Aber natürlich, das ist ja, das können die dann selber entscheiden. Ja. Ob die dann auch schon als gemischter, also Religion, also leben als Ehepaar leben wollen, dann ist kein Problem, keine Strafe,